Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Factorio. Ja, herzlich willkommen auch an den Chat und an den einen oder anderen, der sich das Ganze vielleicht im Nachhinein irgendwann, wahrscheinlich schon im Oktober, auf YouTube nochmal anschaut. Ja, wir machen heute weiter bei unserem Chaos-Spielstand, könnte man fast schon sagen. Ich war heute in gewisser Weise den halben Tag hier in der Spielwelt immer mal so AFK gewesen, ein bisschen rumgestanden und habe einfach mal so ein paar langweilige Arbeiten gemacht, so ein bisschen Müll beseitigt, ein paar Sachen aufgeräumt. Was genau, gucken wir uns mal ganz kurz an. Und zwar, ich habe zum einen den Kohlebahnhof fertig angeschlossen und soweit verkabelt. Dann sehen wir hier schon, dass das Kupferlager verschwunden ist, denn das Erzvorkommen da unten ist leer. Und moin VTL01, willkommen zum Streamen. Ja, wir haben es endlich geschafft, das Kupfervorkommen ist leer. Dementsprechend sind hier auch wieder alle Lanes angeschlossen. Und ja, das läuft soweit. Und der Lalle HD, nee, warte mal, Lalle LP, warte mal, hast du nicht mal einen HD-Account gehabt? Auf jeden Fall danke für den Follow und herzlich willkommen und moin Magic Cube. So, ansonsten habe ich noch ein paar andere Dinge gemacht. Genau, ich habe hier ein bisschen Beton verteilt, weil ich so viel davon im Inventar hatte. Und habe einfach die ganzen Lanes nach unten gezogen, schon mal als Vorbereitung. Ich habe den See ein bisschen zugebaut, ich habe die Pipeline sortiert. Den Stein bin ich noch nicht losgeworden. Das machen wir ein anderes Mal, je nachdem. Und dann habe ich noch ein bisschen Stein beim Reaktor verteilt. Und ich habe genau die Kohleförderer nochmal neu verteilt. Die sind nämlich auch bald fertig. Und ich habe mal unser Verteidigungssystem ein bisschen gebaut. Ist jetzt ein Stück auf jeden Fall. Und ja, ich konnte es nicht lassen, hier Erzförderer hinzustellen bei dem Kohlevorkommen. Das ist aber nicht schlimm. Achso, halt, weil da sind nur 11k drinne und ich habe einfach hier eine Lane hochgelegt zum Bahnhof, sodass der Kram hier eingeladen werden kann. Denn die Erzförderer, die hier an dem Part standen, waren sowieso leer, also bietet sich das quasi an. Ja, dementsprechend können wir da wunderbar das Kohlevorkommen leer machen und dann passt das. Ja, an sich, um weitere Rohstoffe zu verbrauchen, hatte ich nebenbei noch eine Forschung laufen gehabt. Das war hier die Erzförderer-Geschichte. Das habe ich erstmal maximiert. Weil sonst wäre ich das Kupfer nicht losgeworden. Und wir werden jetzt mal hier weitermachen. Erstmal mit der Kugelfeuerrate. Ganz entspannt. Genau, das machen wir erstmal. Das läuft. Ja, und das war es eigentlich auch schon von den Dingen, die ich so nebenbei gemacht habe. Wie gesagt, ich stand hier meistens AFK rum und habe nebenbei WoW gespielt. Also, Hauptsache, das Erzvorkommen da unten kommt weg. Und wie gesagt, die Kohle hier, da ist auch nicht mehr viel drin. Das sind hier 1,6k. Ja, und da noch 17k. Aber ich denke mal, das werden wir relativ zügig los. Jo. Nebenbei können wir hier auf jeden Fall schon mal die beiden Hauptmainbusse, also Stahl oder beziehungsweise Eisen und Kupfer erweitern. Das machen wir jetzt auch mal eben schnell. Genau, rausgesucht hatte ich es schon. Hier ist ein kleines Problem mit dabei und zwar die Pipeline. Ich habe die zwar sortiert, aber da ist ein Block mit dabei. Also der wäre quasi belegt. Das heißt, wir lassen hier einfach einen Block Platz und füllen da oben manuell auf. Ist ja nicht so schlimm. Und der Lalle hat nochmal einen Sub dagelassen mit Twitch Prime. Ja, dankeschön. Und vielen, vielen Dank für deinen Support. Sehr coole Sache. Vielen, vielen Dank. Und der Lupin ist auch da. Moin, moin und willkommen zum Stream. Jo, wie gesagt, wir machen das Ding hier mal eben hin. Und auf der Seite machen wir das genauso. Und die eine Reihe da, die legen wir dann halt manuell kurz damit rein. Und dann passt das soweit. Oh. Wir laufen zu schnell übrigens. Wir werden uns im Laufe des heutigen Tages vielleicht noch ein paar verschiedene Rüstungen bauen. Weil das hier ist zum Fortbewegen super, ja, aber es ist unmöglich, damit irgendwie präzise zu bauen. Dementsprechend machen wir uns dann noch ein paar andere Sets. Ich dachte da auf jeden Fall so an zwei weitere, also ein Selbstverteidigungsset und eines, wo wir ganz viele Roboter-Hangar drin haben. Das ist so der Plan. Also eins zum Bauen, eins zum Kämpfen und eins zum schnell fortbewegen. Das sind so die drei Rüstungssets, die ich mir vorstelle. Und dann sollte das eigentlich passen. So, wir sehen schon, hier fehlt Beton. Ich hatte ja alles weggeschmissen. Dann holen wir mal 400 und machen wir das auch eben fertig. Und dann kümmern wir uns genau um die Betonfabrik. Ich habe übrigens hier noch was ergänzt. Erzverarbeitung erweitern auf allen Lanes. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor. Erstmal holen wir Beton. So. 1, 2, 3, 4. Genau. Mit allen Lanes meine ich eigentlich, dass wir im Prinzip hier noch zwei ranbauen, sodass wir im Prinzip diese beiden hier komplett voll haben und nicht so sporadisch bestückt. Und dann werden wir das Ganze nochmal machen, damit diese beiden auch voll sind. Und dasselbe machen wir im Prinzip für Eisen.
Könntest du vielleicht mal eine kleine Base zumachen? Jein. Wenn ich das jedes Mal machen würde, wenn jemand fragt, dann würden wir nicht mehr vorankommen. Sei mir bitte nicht böse, aber wir machen das vielleicht mal so nach und nach mal. So. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal die kleine Verlängerung unten fertig. Oha, was nun? Oh, naja, kann passieren. Ach so, noch was. Ich habe hier in unserem Grenzbereich Bäume gefällt. Also ich habe hier vor eigentlich alles weggenommen, was in irgendeiner Weise da ist. Und dasselbe nach unten hin quasi auch. Also da haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Das Zeug liegt noch alles jetzt hier in den Kisten drin. Das ist einfach viel zu viel Holz. Ich denke, das werden wir in eine Holzkiste schmeißen und dann einfach wegschießen. Dann ist es weg. Um vielleicht eine Kurztour zu geben, ist ganz simpel. Wir haben hier oben Kupfer, wir haben da Stein, wir haben da Eisen, wir haben da Kohle und wir haben hier Uran. So als Rohstoffproduzenten. Wir haben hier Bahnhöfe, wir haben hier eine Eisenverarbeitung, wir haben da eine Kupferverarbeitung, wir haben hier eine Stahlproduktion. Wir haben hier eine Ölverarbeitung, hier stellen wir unsere gesamten Fläschchen her und hier sind Schaltkreisproduktion grün, Schaltkreis rot, Prozessoren, Forschungslabor, Nuklearreaktor. Das war's im Prinzip. Ach ja, hier oben ist noch Öl. Jupp, fertig. Ja. Das dazu. Genau. Thema Betonfabrik. Wir haben zwar schon eine, aber wir möchten natürlich ja auch noch diesen veredelten Beton haben. Und dazu brauchen wir noch ein paar Geschichten. Und zwar, warte mal. Ach nee, ist schon da. Genau, das brauchen wir. Und wir brauchen dafür nochmal Wasser, Eisenstangen und Stahlträger. Wir machen das mal wie folgt. Die brauchen ja 20 von dem Beton, ne? Naja, die Map ist random. Wir haben zwar mit dem Map-Generator ein bisschen rumgespielt, aber an sich ist sie random generiert, ja. So, wir machen das so, dass wir das hier mal kurz trennen. Und dann wird nur noch der hier dafür zuständig sein, hier den Beton reinzuschmeißen. So der Plan. Und diese beiden hier sind dafür zuständig, den veredelten Beton herzustellen. Das heißt, wir bräuchten... Ah, die haben wir sogar noch da. Sehr schön. Das kriegen wir jetzt nicht so hin, dass wir... Ah, warte, das kriegen wir wohl so hin. Wenn wir den Greifarm, ne... Wenn wir den einen Block runtersetzen, könnten wir das schaffen, dass wir diese beiden Steine in eine Fabrik reinbekommen vielleicht. Ja, siehst du, das funktioniert schon mal. Das ist ein reines Vanilla-Gedöns. Wir haben hier nur so eine To-Do-Liste mit dabei. Wir haben hier die Evo-Guy drin und wir haben hier so eine Produktionsübersicht, wie viel verbraucht und produziert wird. Das war's eigentlich. So, der Kollege möchte noch Wasser haben, sehe ich gerade. Oh, das wird schwierig. Nö, wird's nicht. Wir können einfach hier längs gehen. So, und dann bräuchten wir noch Stahl und Eisenstangen. Die können wir auf einem Förderband quasi reinbringen. Dazu müssten wir halt noch eine kleine Anlage bauen. Wir können uns ja von hier Stahlplatten wegnehmen eigentlich, ne? Ja, können wir machen. Hier die Stahlproduktion, die frisst noch nicht ganz so viel. Naja, was heißt am besten? An sich ist Factorio von der Grundidee her sehr, sehr vollständig. Das passt, da kann man viel, viel, viel mitmachen. Viel Zeit verbringen, ja, das stimmt. Aber wenn wir das hier irgendwann in ferner Zukunft irgendwann mal durchhaben sollten, dann werden wir auf jeden Fall nochmal Modded ausprobieren, weil das habe ich noch nie so wirklich gemacht. Mal probiert, täglich gescheitert. Und jetzt machen wir das irgendwann nochmal richtig, aber das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr, was, wenn das hier so weitergeht. So. Aber erstmal. Das ist ja voll simpel. Wenn ich das Ding hier hinsetze, ne? Und der hier. Oh, nee, das ist blöd. Und der hier diese Eisenstangen herstellt, ne? Dann müssten wir eigentlich ja nur so was machen. Genau, dann kann er den Kram da reinschmeißen. Und. Dann brauchen wir für Stahl einfach nur ein stinknormales Förderband. Ja, easy. Wo holen wir den Stahl her? Von hier am besten, würde ich fast sagen. Ja, oh, Forschung ist fertig, sehr schön. Oh. Normalerweise bin ich ja kein Freund davon, irgendwelche Dinge mittendrin rauszunehmen, sondern normalerweise nur vom Mainbus. Aber das wäre einfach nur unnötige Arbeit hier in dem Fall, ja. Dementsprechend machen wir das ausnahmsweise mal so. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Sehr schön. So, nochmal eben Strom hin, dann schmeißen wir die Forschung gleich wieder an. Und Moin Knight, willkommen.
Genau, wir können hier, ja, machen wir die Schrotfeuerrate gleich mit. Im Prinzip ist es egal. Der Rest, der hier kommt, der ist sowieso für uns momentan überhaupt nicht wichtig erstmal. Ja. So, dann würde hier die nächste Kiste hinkommen. Dann würde dann noch ein Greifarm davor hinkommen. Und dann halt brauchen wir dann noch einen Greifarm und dann können die wunderbar den ganzen Kram von... Moment mal, ach, machen wir gleich. So rum, genau. Von A nach B transportieren, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, und dann haben wir da schon unseren veredelten Beton. Das dauert hier ein bisschen länger, aber wir lassen das erstmal laufen, weil hier passt ja eigentlich endlos viel rein, ja. Und ja, oh, nehmen wir die so lange. Ach so, stimmt. Ich habe übrigens die Fabrik abgerissen, wo wir die Geschwindigkeitsmodule hergestellt haben. Die ganzen Module sind gerade hier noch drin. Bringt aber nicht viel, weil hier noch nicht genug abtransportiert wird. Ja, das machen wir so nebenbei dann. So. Hier könnte man tatsächlich auch noch eine Fabrik von bauen, aber wie gesagt, wir lassen das erstmal so, wie es hier ist. Abgehakt. Ach, ich will immer Escape drücken, um hier rauszukommen, aber das ist nur mit Minimieren. Genau. Veredelten Streifenbeton brauchen wir nicht, weil die ganzen Fabriken, die wir hier bauen, die sind nur mit dem normalen gebaut. Und für die Wege, oder, naja, was heißt Wege? Also eigentlich will ich ja nur die Zwischenräume hier und da ein bisschen auffüllen mit dem Veredelten. Und dafür brauchen wir keinen Gelb-Schwarz. So, was wir aber machen, sind... noch ein paar Öfen. Und zwar, wir bereiten das ja schon mal vor hier. Wir brauchen dafür keinen Roboterhangar mehr bauen, weil wir alles über unsere Inventarslots regeln können mit den ganzen Baurobotern, die wir dabei haben. Wir müssen... wir machen erstmal das Kupferding hier fertig. Mal gucken, ob das hier hinpasst. Und moin, Holzius Radius, willkommen. Eins, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, genau da anliegend, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ich vergesse das immer wieder. So, da haben wir das gute Stück, richtig. Achso, der kam wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und dann schmeißen wir die zweite Fabrik gleich daneben. Ich glaube, wir haben hier vom Abstand relativ gut geschätzt, weil viel mehr Kapazität haben wir dann ja auch gar nicht mehr. Ich meine, die beiden, die gehen jetzt auch hier mit dran, damit das Förderband hier voll wird. Und dann haben wir da oben nochmal 4 Stück. Und dann halt die Eisenproduktion, dasselbe nochmal. Und dann hätten wir auf jeden Fall alle Lanes vom Mainbus, also alle 8, schon mal irgendwie verbunden. Oh. Ja, lassen wir die nochmal eben schnell fertig bauen hier. Zumindest so weit, wie es geht. Dann wird das Inventar mal aufgeräumt. Wahnsinn. Was hier noch nicht in der To-Do-Liste drinne steht, oder? Nee, ist noch nicht drinne. Plus die Fabriken dazu. Genau, damit wir uns automatisch auffüllen können. Das lassen wir aber erstmal hier unten stehen, weil das ist auch so ein Ding, das kommt so nach und nach dann. Ähnlich wie der Reaktor auch. Die Blueprints gibt es zum Teil in Discord. Einfach unterm Stream mal gucken, da ist es verlinkt. Und ja, da sind sie dann auf meinem Server quasi dabei. Und da habe ich übrigens überlegt, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen schicker gestalten könnte. Aber das mache ich irgendwann mal, wenn ich mal Zeit dafür habe. Also wahrscheinlich gar nicht. Nee, mal gucken. Momentan gehst du da einfach nur auf den Link und dann kommt halt im Browser dieses ganze, dieser Textstring halt. Und das war's. So, Förderbänder wollte ich holen. Hier dieses Konstrukt hier oben, das können wir auch bald mal entfernen. Hm, was fehlt denn euch eigentlich? Zahnräder? Ja, ist okay. Was fehlt denn da noch? Greifarme ohne Ende. Achso, warte mal, ich müsste mal... ja, pass auf, wir holen uns mal eben noch ein paar grüne Schaltkreise. So, dann eskaliert die Produktion auf jeden Fall wieder.
Ja, genau. Nee, wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich dann später auch hier in dieser Basis nicht mehr machen, dass wir den Mainbus mit den blauen Förderbändern tauschen. Sondern das machen wir nachher in der Raketenproduktionsbasis. So, davon haben wir noch genug. Achso, genau, ich wollte der Greifarme bauen. Richtig. Licht kriegen wir auch hin. Förderbänder haben wir, Beton holen wir. Oh, das wollen wir haben. Dann, ah ja, siehst du, Mauern, genau. Das ist sehr schön, weil dann werden wir mal ein paar Ziegelsteine wieder los. Was war da noch? Ah ja, genau, Beton. 400 und 100 habe ich so im Kopf. Aber da können wir auch gleich ein bisschen mehr mitnehmen, weil wir wollen noch ein bisschen weiter bauen. So, Inventar zugemüllt, wie immer. Ja, wie gesagt, Ziel ist, hier alles voll machen und hier alles voll machen. Und da sitzen wir gerade dran. Und ich denke mal, dass wir dann vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe haben, bis wir wieder neue Dinge bauen müssen. Die kommen echt nicht mehr hinterher, die Viecher. Tja, das nenne ich jetzt Pech, ne? Oh, Mist. Schon wieder. Ah, genau, die Teiler müssen wir noch bauen. Richtig, da war was. Ja, das kann man hier so nach und nach zusammenbasteln. Ach so, genau, Stromverbindungen. Warte mal. Einmal hier. Und einmal hier. So, neue Forschung, neues Glück. Dann machen wir gleich hier diese Schussgeschwindigkeit von dem Lasergeschützturm. Läuft. So, und hier mittendrin können wir auch schon mal die Verbindung herstellen. Läuft. Und hier auch nochmal, genau. Ja, bis jetzt diese Teiler gebaut werden, dauert das immer ein bisschen. Aber auch wie schon angesprochen, das werden wir später automatisch herstellen. Natürlich in der blauen Variante dann. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass wir dann in der neuen Basis tatsächlich alles aus diesen Express-Teilen bauen. Und ja, ich habe mir das nochmal gut überlegt. Und ja, wir werden für diese Raketengeschichte einmal einen kompletten Neu-Rundumschlag machen. Größere Fabriken, größere Verarbeitung, viel, viel mehr von allem. Das ist der Plan. Aber erstmal müssen wir hier weitermachen. So, die ersten sind fertig. Ich mache erstmal nur diese Geschichte hier. Oh. So, und da dasselbe Spiel, genau. Oh. So, passt. Aber ich sehe schon, hier fehlen noch Greifarme und ein paar andere Dinge, aber das sollten wir gleich hinbekommen. Ja, vor allem Greifarme. Aber wir können ja da schon mal anfangen, hier mit dem Rotzeug. Ach so, eine Sache habe ich auch noch verschwiegen. Ich habe hier bei der Ölgeschichte, genau hier, da wo die Schwefelsäure quasi hergestellt wird, da war ein kleines Problem, weil irgendwann hier dieses Schmiermittel komplett vollgelaufen ist und keine Schwefelsäure mehr produziert worden ist. Dann habe ich einfach gedacht, dann machen wir da wieder eine Endlosproduktion von. Heißt einmal Schweröl zu Leichtöl, Leichtöl zu Alkangas und das wird dann wieder zurückgeleitet hier in diesen Trakt rein und somit kann die Schwefelsäurenproduktion dauerhaft durchlaufen, auch wenn Schmiermittel quasi voll ist. Also auch hier haben wir jetzt eine Endlosproduktion. Passt, glaube ich. Das ist mir noch aufgefallen vorhin und habe ich dann dementsprechend korrigiert. So, hier können wir auch noch Sachen hinschmeißen lassen, wollte ich sagen. Und es sieht so aus, als hätten wir alles fertig.
Ja, hat auf jeden Fall den Anschein. Jo. Warum ist denn hier so viel... Ach so, ich verstehe. Wir nehmen ja den meisten Kram nach rechts runter, ne? Dementsprechend wird hier natürlich mehr gebraucht. Aber ich denke mal, sobald wir hier die beiden noch voll haben, sollten wir genügend Anliegen haben. Ja, Dinge, die waren, wenn irgendwas leer läuft, haben wir sogar schon auf der To-Do-Liste drauf. Ja, zum Beispiel beim Reaktor. Das kommt auch noch. Und Ölproduktion, ja, das ist nicht so wichtig. Legt ja nur alles lahm. So, müssen wir das vielleicht nochmal verschieben hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen genau da auf die Eckenhöhe ran. Okay. Dann müssen wir da noch ein paar Tunnel einbauen. Aber auch das ist, glaube ich, kein Problem. Und eventuell müssen wir den Bus hier einmal rüber verlegen. Ja, ich glaube schon. Mal gucken. Da. Wow, wow, wow. Das müsste dann so sein. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht, ja. Könnte sein, ne? Ja, kommt hin, okay. So, ja, hier müssen wir tatsächlich das Ganze mal eben ein bisschen verlegen, weil wir möchten ja mit den Outputs, die hier rauskommen, möchten wir hier oben längs gehen und dann hier längs und dann wollen wir hier mit ran. Dementsprechend, genau, verlegen wir das hier mal ganz kurz. Ja, cutten wir eben hier. Wow. Ganz schön frech. Warte mal, den verlegen wir um einen Block. Das sollte ja auch noch funktionieren, glaube ich. Genau. Ja gut, der sollte sich anschließen, sobald wir das andere Förderband abreißen. Wobei wir das ja eigentlich hier schon mal fast da lassen können. Das können wir ja gleich in die neue Geschichte wieder mit integrieren. Auch nicht verkehrt. Genau, du möchtest da links. Und der Kollege möchte da links. Richtig. Und das andere, das kommt dann... Können wir sogar einen Block Abstand machen, das kommt dann hier längs. Jo, genau. So. Ups. Manchmal so nebenbei nerven diese Bauroboter ja schon ein bisschen, ne? Aber egal. Die machen dafür einen guten Job. So, den Quatsch hier, den können wir auch wieder einsammeln. Ah ne, halt, andersrum. Der muss da ran. Und der geht da ran, genau. Jetzt haben wir's. Mal so als Frage am Rande. Können wir das bis hierhin verlängern? Jo. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann brauchen wir keine großen Baumaßnahmen hier machen, sondern können direkt einfach mit dem Förderband durch und dann passt das. Wow. So, und hier sollten wir noch genügend Platz haben, um auch die anderen Lanes noch durchzubasteln. Ne? Müsste eigentlich funktionieren. Mal testen. Ja, geht.
Wunderbar, dasselbe machen wir hier nochmal. Dann haben wir den Weg quasi schon mal vorbereitet. So, Forschung ist wieder durch. Das heißt, wir machen hier gleich weiter. 500 Mal, jo, von mir aus. So. Mist. Warum war der da? Ich baue den trotzdem mal da wieder hin. Passt ja noch. Ja, wie gesagt, dann machen wir jetzt mal eben diese Förderbandgeschichte fertig. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Es ist halt echt hart ungewohnt, sich mit dem Tempo hier fortzubewegen. Ne? Also das ist schon eine krasse Hausnummer, könnte man sagen. Ja, der macht das für die Redundanz, jo. Hätte noch Förderbänder holen können. Und wir können mal eben ganz schnell hier ein bisschen Kupfer in die Öfen schmeißen. Da müssen wir, glaube ich, sowieso noch ein paar bauen. Oh, das ist eher das geringere Problem. So, Kupfer ist weg. Haben wir gerade irgendwelchen... Ah, das ist ideal, wenn wir Öfen bauen, weil dann werden wir noch ein paar Ziegelsteine los, fällt mir gerade ein. Ja, cool. Ja, jetzt lassen wir erstmal das Inventar ein bisschen entleeren hier. Genau, Ziegelsteine. Die gönnen wir uns mal schnell. Machen wir das Ding mal voll, weil ich habe noch andere Sachen vor. Stahl, alles klar. Machen wir... Oh. Wir wollen das Eisengedöns auch noch machen. Ja, dementsprechend brauchen wir ein paar... Warte. Dann nehmen wir uns die fertigen Schaltkreise mit. Oh, das könnte vielleicht erstmal reichen. Ja, komm, das reicht. Das auch. Ein paar Mauern könnten wir noch bauen für alles Weitere. So nebenbei. Gut. Dann gehen wir nochmal hoch. Und dann schauen wir gleich nochmal nach, was noch so an Kleinkram fehlt. Ach halt, bevor wir hochgehen, wir können gleich die Förderbänder noch mitnehmen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich den Reaktor auch befüllt habe? Ja, 692, 766, 765 und 764. Ja, hängt damit zusammen, ich habe hier die Kisten, die wir stehen hatten, wo noch Uran drin war, habe ich abgebaut. Und wollte das dann eigentlich so regeln, dass ich alles Uran 238 von hier, was noch in der Lagerkiste war, loswerd. Und dann waren da mal eben, keine Ahnung, wie viele tausend Brennstoffzellen auf einmal und dann habe ich die da reingeschmissen. Ja. Also wir brauchen uns erstmal nicht darum kümmern. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Genau, das reicht für heute Abend, Magic. Da hast du recht. Ich glaube, die Öfen brauchen ewig. Aber das macht nichts. Wir können im Prinzip alle Blueprints schon mal hier hinstellen. Ja, dann ist es nämlich schon mal vorbereitet. Ja, Mauern bauen wir noch. Läuft. Okay, alles klar. Gut. Dann... Ach, jetzt komm halt her. Oder auch nicht, ist mir egal. Dann holen wir mal eben schnell die restlichen Förderbänder. Vielleicht müssen wir da doch nochmal was tun. Genau, während die Öfen gebaut werden, können wir schon mal den ganzen Kleinkram hier zwischendurch machen.
Ja, das müssen wir sowieso verlängern. Richtig. Er muss sowieso noch länger. Ach, dann machen wir das gleich.